alle und alles, das schon mal in den unteren Schichten der Sphären war und viele da sind, sind ja viele Geistwesen da. Und wenn ihr da seid, dann verändert sich im Hier und im Jetzt die Optik. Ihr seht andere Sachen. Ihr seht völlig, die Optik verändert sich. Also ihr erkennt zum Beispiel in einem Kleid eine Hose oder in einer Frau einen Mann, was vorher nicht war. Dann wisst ihr ganz genau, ihr seid jetzt eine weitere Sphäre unten, weiter unten. Ich sag jetzt nicht Hölle, aber viele sagen Hölle, wenn ihr in der Hölle seid und wieder zurückkommt, dann verändert sich die Optik wieder. Dann wird's heller, dann verschwinden die Stellen, wo man denkt, es wäre Rauch da. Die Optik verändert sich wieder, also die Hose wird wieder zum Kleid und die Frau wird wieder zum Mann. Und dann weißt du, ah, ich bin jetzt wieder oben, ne? Aber was ich sagen will, ist, wenn man da hin und her switcht, so wie ich, oder wenn jetzt Seelen da unten waren, ich muss mich davon nicht heilen, weil ich kenne mich ja aus. Aber die, wo da unten sind und dann hochkommen, müssen erstmal geheilt werden. Die müssen aufgeklärt werden und geheilt werden. Denn jeder bringt was davon mit. Die Erfahrung ist sehr gut. Aber man muss auch wissen, was das war, was passiert ist. Den Unterschied. Es gibt kein Gut und kein Böse. Es ist nur, es gibt andere Regeln und Gesetze dort, die genauso wichtig sind wie unsere Regeln und Gesetze hier. Und dann muss man wieder umdenken und sagen, ich bin jetzt wieder woanders. Hier gibt es jetzt wieder andere Gesetze.